Auch dein Zweck. Ich muss sagen, hier drin ist es reichlich angenehm dafür, dass draußen die Schlacht tobt. Seid ihr sicher, dass niemand einen Tarantel bald möchte? Das ist wirklich. Nein, danke. Nein. Hört doch auf, mit dem Ding herumzuwedeln, ja? Okay. Also, was machen wir jetzt? Oder wollt ihr euch heute nochmal ausruhen? Ich denke, wir werden die Nacht über ruhen. Denn nachts in einer unbekannten Stadt herumzustreunern, gerade in den Südlanden, ist wohl nicht sehr gut. Ich wünschte, immer wäre hier. Er würde sich zurechtfinden. Das ist richtig. Und dann werden wir morgen bei den Mörder Basari vorstellig werden und einige Gelder einfordern müssen. Danach sollte unser Ziel der Hesinde-Tempel sein. Weiß jemand, wo der liegt? Ich müsste ehrlich gesagt, nachdem wir das Geld besorgt haben, nochmal in Richtung des Löwentempels aufbrechen, weil ich befürchte, dass meine Weihe ablaufen könnte oder vielleicht schon abgelaufen ist. Ich kann das so schwer einschätzen. Oder glaubt ihr, sie hält noch? Ich meine, ihr seid ja eher geschult in diesen Dingen. Die Götter sind mit dem Rechtgläubigen und sein Schwert wird immer scharf sein. Das ist ein schöner Spruch, der mir jetzt wenig hilft. Ebenso denke ich nicht, dass auf dem Weg von den Mörder Basari bis zum Hesinde-Tempel irgendwelche Dämonen aus dem Gully kriechen werden. Richtig, ist ja nicht, als würde die Stadt von irgendjemandem belagert werden, der sich so mit Dämonen eingelassen hat. Ach ja, genau, das haben ja zwei gemacht. Was meint ihr denn, was aber mal mitten in der Stadt ein Dämon uns auf den Kopf fällt? Er hat einen Punkt. Also ich würde ja sagen, wenn wir jetzt von Putzens einkaufen gehen würden, dann gerne, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Waffen weiterhin scharf bleiben, vor allem gegen dämonische Feinde. Dann werde ich wohl diese Gelegenheit nutzen, um den örtlichen Breihaus-Tempel einen Besucher zu starten. Außerdem befürchte ich ehrlich gesagt, dass unser Gegenspieler diese Dame ja auch sucht und ob wir sie vor ihm finden, sei mal dahingestellt und wenn, wie weit er hinter uns ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn er uns beobachtet mit seinen Dämonenaugen. Wie heißen die Abelmir? Gutongis. Richtig, mit den Gutongis. Ich meine, er weiß ja zumindest, wie wir aussehen, schätze ich. Vermutlich verfolgt er uns einfach und andererseits muss ich zähneknirschend zugestehen, dass die magische Abwehr der Stadt auf einem guten Stand zu sein scheint. Glaubt ihr wirklich, dass sie diese ganzen Getongis, Abelmir? Gutongis. Dass sie all diese Gutongis abwehren können? Ich dachte, die wären schlüpfrig. Vermutlich nicht. Seht ihr? Und vielleicht will er gerade in dem Moment auf uns springen, wenn wir diese besagte Dame gefunden haben. Wenn wir dann ohne göttliche Unterstützung dastehen, sind wir ziemlich gefickt. Wenn ich das mal so heilaut sagen darf. Dürft ihr nicht, aber egal. Wir haben es verstanden. Gut, da der Rondra-Tempel direkt um die Ecke ist, können wir das auch direkt morgen früh machen, noch bevor wir uns auf den Weg zum Mörder Basari und dem Hesinde-Tempel machen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass die übliche Spende, die so etwas voranzieht, sich momentan meinen Mitteln entzieht. Ich bin pleite. Wer den Segen der Götter ohne Opfer verlangt, der wandelt auf einem unsicheren Weg. Da hat er recht. Außerdem ist mit allen. Weil Sumo neuerdings Waffen? Nein. Dann hilft uns das wenig. Wir freuen uns trotzdem über Sumos Unterstützung. Gut. Sagt, kennt ihr Druiden? Walter? Ja, den einen oder anderen. Wir zählen auch immer von Sumo. Ja, natürlich. Wir haben denen das beigebracht. Was meint ihr jetzt beigebracht? Das Druiden sein? Ja, ja. Das geht auf uns Geoden zurück. Aber dann wären sie doch auch Geoden, wenn sie von euch kommen, oder nicht? Ja, sie haben ein bisschen was abgewandelt und ein bisschen was. Naja. Sind halt keine Zwerge. Sind nur Menschen. Können halt nicht alles, so wie wir. Man muss Zwerg sein, um Geode zu sein. Genau. Ah, okay. Na, das wusste ich nicht. Und ihr versteht euch mit den Druiden oder ist da so eine Feindschaft, weil ihr sich abgespalten haben? Überhaupt nicht. Es sind Menschen, die den Glauben an Sumo teilen und die Wichtigkeit der Erhaltung der Natur verstanden haben. Und die dies auch mit Mitteln
durchzusetzen vermögen. Und natürlich sind sie, genauso wie wir, eingeschworen gegen Unheiliges und der Schöpfung Schändliches. So wie Dämonen. Mhm. Klingt gut. Wir stehen uns gut mit den Druiden. An einer solchen Einheit können sich die Magiergilden sicherlich noch das eine oder andere abschauen. Genau. Was wollt ihr denn damit sagen? Dass die Zwerge... Nein, ich meine die Jalan. Ach so. Dass die Abweichung einiger Gilden von den leeren Rohals des Weisen sicherlich nur zu Schlechtem führen kann. Ihr meint also, alle grauen Magier sind schlechte Menschen? Sagte ich nicht. Das wollt ihr damit überhaupt implizieren? Ich sagte nur, dass eure Gilde auf einem Weg wandelt, der sich genauso schnell ins Üble kehren kann. Aber mir. Nun ja, wir wissen ja, dass auch die Praxiskirche manchmal auf abseitigen Wegen wandelt, nicht wahr? Und deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass alle Praxisgeweihten oder Gläubigen schlechte Menschen sind. Nicht wahr? Dies ist wohl auch besser so. Ach, genießt er nicht auch diese gemeinsamen Essen? Ist das hier immer so eine herrliche Stimmung? Ja, während ihr gerade beisammen sitzt, könnt ihr erkennen, wie ein paar Händler gerade hineinkommen mit so einer Bauchbinde und dann sich nach kurzem Schauen so ein bisschen umblicken. Und einer von ihnen tritt dann an euch heran, ein anderer tritt dann an die anderen beiden Gäste heran und einer bleibt in der Mitte stehen. Das war wohl gar kein Händler, sondern eher ein Musikant, der jetzt hier gerade an so einer Zither dann spielt und so ein bisschen tulamidisches Flair oder iranisches Flair hier verbreitet. Ah, Effendi, sehr schön. Und ihr habt sogar eine edle Novab dabei. Savai, darf ich euch vorschlagen, dass ihr euch standesgemäß kleidet? Wir würden euch gerne ein paar Schmuckstücke verkaufen. Ihr habt sicherlich keine Sklaven dabei, gehe ich davon aus, oder? Ihr seht sehr mittelreichisch aus, vielleicht aus dem Norden, vielleicht irgendwo bei Festum. Das heißt, ihr werdet keine Sklaven dabei haben, also werden wir kein Eisen brauchen. Aber ihr habt einige Geweihte dabei, sehe ich gerade. Zwei Stück, oder? Ich habe die Weihe nicht empfangen. Ihr habt die Weihe nicht empfangen? Nein. Aber wie wäre es denn mit einem schönen Armreif oder so etwas für euren rayanischen Begleiter? Das wäre mit Sicherheit angemessen. Sagt einmal, wofür stehen diese Armreifen und die verschiedenen Metalle? Oh, wenn ihr das noch gar nicht wisst, das ist ganz interessant. Es geht um den Stand, der hier mit Symbolen und Insignien geschmückt wird. Und es geht hierbei um Eisen als unedelstes Metall, was dann die Sklaven tragen als Zuordnung. Dann geht es weiter mit, er klappt eine kleine Schatulle auf, wo du dann viele verschiedene Armreife, Ringe, Rubine sehen kannst. Geordnet dann von bis. Und geht da so ein bisschen durch, deutet dann auf das Eisen. Weiter geht es dann mit dem Silber. Das ist dann ein Schmuckstück für die Freien, also für diejenigen, die 20 Dukaten pro Jahr an Steuern auftreiben können. Diejenigen dürfen sich frei nennen. Die Halbfreien dürfen Bronze tragen. Das ist dann ein Mittelding aus Sklave und Freien, die arbeiten unter anderem dann den halben Tag oder auch den ganzen Tag für die Herren und Bediensteten, vielleicht weil sie sich verschuldet haben oder weil sie eine Sündtat begangen haben oder so etwas. Adlige, wenn ihr adlig seid, dann tragt ihr Gold. Und die Geweihten sind die Sklaven der Götter, deswegen bekommen sie Meteoreisen angebracht. Nun, dann bin ich wohl ein wenig unvorbereitet. Zeigt so meinen silbernen Armreif, den ich trage von der Raya-Kirche. Nun, dann solltet ihr doch am besten aufstocken, und zwar auf Meteoreisen. Wie gesagt, je nach Geldbörse kann ich euch einen kleinen Ring anbieten oder so etwas wie, wenn ihr lange Haare habt, die euch ins Gesicht fallen, dann kann ich euch etwas zum Haar reinschieben, auch das würde funktionieren, oder ein großes Amulett, das ist völlig egal. Was kostet so etwas? Wie gesagt, von der Geldbörse. Wenn ihr einen kleinen Ring haben wollt, dann sind wir ungefähr bei... sagen wir einer Dukate, und wenn ihr etwas größer haben wollt, dann 10 Dukaten. Vortax, könnt ihr mir was leihen? Ich hab kein Geld. Also. Eure Steine werden auch als Währung angenommen. Ich denke aber, wir sollten uns anpassen und zumindest einen Fingerring tragen. Ich hab hier meinen Ring. Ich werde
nichts davon tragen. Aber wenn ihr was kaufen wollt... Nun, ich denke, einen Ring kann ich mir noch leisten. Die Spenden meines Tempels waren in den letzten Tagen ein wenig mager, könnte man zu behaupten, wenn ich einen Tempel hätte. Aber ein Ring, ja, ein Ring wäre in Ordnung. Ich müsste ein Stück aus Gold bekommen, aber es ist das Metall des Herrn Preios, deswegen sollte ich keine allzu große Menge an mir tragen. Nun, einen Goldring habe ich schon, einen silbernen Armreif auch. Meteoreisen habe ich nicht. Wie ist es eine Scheu, die ich wohl nicht teilen muss? Habt ihr denn wohl einen Stirnreif? Ein Stirnreif aus Gold? Ja, selbstverständlich, wenn das die Neuwab bezahlen darf. Ihr bezahlt für alle Neuwab? Er schaut dich an, Isarun. Ja, eventuell. Ich schaue mich mal um, wer Anstalten macht, irgendwie selber bezahlen zu wollen. Blank. alles klar. Du bist doch eine furchtlose Anführerin, dachte ich. Dann muss Sugarmama wohl ihre Münzen sprengen. Ja, bitte, erzählt mir doch, was wie viel kostet. Ja, wie gesagt, er geht so ein bisschen durch und dann, wenn du so einen kleinen Ring haben möchtest, der Goldpreis für einen Stein wäre bei 50 Dukaten, habe ich gerade nachgeguckt. Aber wir wollen ja gerade kein ganzes Kilo haben, sondern einfach nur so einen kleinen Ring, der dich dann eben als Adliger ausweist. Also ich sag mal, für einen Ring ist es nur eine Karte. Wenn du eine Krone für Jarlan kaufen willst, sind das 10 Dukaten. Ich gucke Jarlan an und schüttel mit dem Kopf. Abelmir ist auch adlig, ne? Ihr seid alle adlig. Natürlich. Woltax ist nicht adlig, ja. Aber alle anderen, stimmt. Ihr seid ja alle erhoben worden. Naja. Ihr kriegt keine Krönchen. Ihr könnt Armreifen haben oder Ringe. Ich würde einen Armreifen bevorzugen. Ja, dann sagen wir mal für so einen Armreif, sagen wir mal 4 Dukaten. Ja, ist in Ordnung. Gib mir doch mal so einen Ring, Junge. Kram mal im Geldbeutel und leg viele Karten auf den Tisch. Hier, Effendi. Nein. Das läuft über mich, denke ich doch mal. Schiebt den dann zu Isarun. Bezahlt. Ja, und so könnt ihr bei einem Händler Metallringe für euch kaufen, Metallarmreife, damit ihr auch hier zu erkennen seid. Ja, er tritt dann an die anderen Reisenden heran und der andere Händler, das ist eine Händlerin, könnt ihr jetzt erkennen, kommt dann an euch heran und möchte euch jetzt Farben verkaufen. Schleier, irgendwas aus Seide, also viel hat sie nicht dabei, aber sie kann euch so ein paar Muster, ein paar Schnitte zeigen, damit ihr euch dann auch da einkleiden könnt. Würde sie dann alles passgenau für euch schneidern, wenn ihr mögt, und dann könntet ihr in 2 Tagen euch standesgerechte tulamidische Kleidung kaufen. Das klingt vernünftig. Ich dachte, in 2 Tagen wollen wir gar nicht mehr hier sein. Wenn es gut läuft. Ja, aber die Kleider sind eigentlich ganz schön. Was ist, wenn wir in einem Tag überraschend abreisen müssen? Haben wir keine Kleider. Nun, ja, aber die Dame umsonst gearbeitet. Ihr müsst wissen, dass unter der brennenden Sonne des Herrn Praios ihr besonders schnell schwitzt. Und diese Kleidung ist natürlich nicht nur schön, sondern auch effizient. Denn sie hält die Hitze draußen und sie lässt euch trotzdem atmen. Kleidung zufällig ein Kettenhemd? Nein, tut mir leid. Dann kann sie mir wenig helfen, aber ich danke für eure Beratung. Ich würde was nehmen für meine Größe. Sieht bequem aus. Ja, wenn ihr weiße Stoffe habt. Ja, selbstverständlich. Wir haben auch weiße Stoffe, wenn ihr mögt. Wo wollt ihr ein Maß nehmen? Hier in der Schankstube? Wenn ihr mögt, können wir das hier machen. Ich denke, oben auf dem Zimmer wäre es angemessener. Ihr müsst euch dafür doch nicht ausziehen. Es ist mir trotzdem unangenehm, hier so im Mittelpunkt zu stehen. Ah, ihr müsst ihn entschuldigen. Er ist Horasia. Er kennt sich mit dem Ausziehen nicht so ganz aus. Ja, vielleicht hat er 1-2 Gürtel dazu bekommen und dann möchte er nicht, dass ich die neuen Gürtelmaße hier herumbrülle. Wenn es das ist, kein Problem. Dann können wir auch nach oben gehen. Bist du fett geworden, Abelmir? Ich habe weder Gewicht zu noch abgelegt. Ich habe mein Idealgewicht. Seit Ewigkeiten schon. Also das mit dem abgelegt oder schreibe ich sofort das andere? Naja. Ich finde auch, er hat ein gutes Gewicht wie ein solider Zwerg gebaut.
Dem kann ich nicht zustimmen. Richtig, aber mir erinnert mich immer wieder an einen Zwergen. Ihr seid so kompakt. Perfekt. Ideal, könnte man sagen. Bestimmt. Ihr wisst doch. Nun gut, gehen wir nach oben. Ja, und so könnt ihr entweder weiter speisen oder dann nach und nach eure Maße nehmen lassen, damit ihr stilechte thulamidische Kleidung bekommt. Gerade dann auch für die Magier oder auch die Geweihten bietet sich ein Turban an, den sie euch ebenso anbietet. Genug Stoff würde dafür auch zuständig sein und ihr würdet tatsächlich auch ein paar Federn bekommen in den richtigen Farben, damit ihr euch nicht mit falschen Federn schmückt. Wenn ich schon keine Krone kriege, dann muss der Turban wohl drin sein. Ja. Für einen Preiusgeweihten kann sie auch stilecht alles in ja, Gold, Silber, Gelb, irgendwie sowas machen. Was sagt eigentlich die Kleidervorschrift von Bannstrahl über thulamidische Kleidung? Also hier aktuell ist es richtige thulamidische Kleidung. Du solltest dich natürlich als Bannstrahler ausweisen und das ist natürlich in diesem Fall durch deinen Armring oder das goldene Ding dann geschehen. Beziehungsweise, wenn du geweiht bist, das Meteoreisen, das ist die Legitimation für Geweihte. Und da können sie dir laut dem Gesetz, können sie dir da keinen Strick binden. Na dann reicht ja. Also einfach ein Turban, richtige Federn drauf. Ich bevorzuge weiß und blau, die Farben des Horasreiches natürlich. Ja, ausgezeichnet. Also sie wird dann eure Maße dann nach und nach nehmen. Das wird, wie gesagt, dann, wenn sie euch alle vermessen möchte, auch für den Zwerg wird sie das natürlich tun. Ja. Ja, sagen wir mal ein, zwei Stunden dauern. Dadurch, dass ihr abends angekommen seid, ist die Zeit sowieso schon sehr fortgeschritten. Und dann könntet ihr nach einem sehr ausgiebigen Mahl, könntet ihr euch dann in eure sehr bequemen Betten legen. Und sie verabschiedet sich dann. Sie wohnt bzw. arbeitet gegenüber von der Schreiberschule. Das ist neben dem Typografischen Institut. Und da könntet ihr dann in ein bis zwei Tagen, könntet ihr dann eure neuen Stoffe abholen. Dann dürft ihr regenerieren, wenn ihr mögt. Das ist eine Regeneration plus 2. Ja. Und dann würde der nächste Tag anfangen. Ich muss gerade mal schauen. Ihr seid am 17. Ingrim abends angekommen. Dementsprechend wäre es jetzt der 18. Ingrim in Zorgern am nächsten Morgen. Ihr werdet geweckt durch den angenehmen Geruch von frisch gebackenem Fladenbrot und einige Rauchkräuter, die in der Luft liegen. Nicht unangenehm, sondern sehr exotisch. Es riecht ein bisschen nach Feigen- und Dattelmus. Oh, läuft das Wasser im Munde zusammen, während ihr noch im Bett liegt. Und ihr wollt euch eigentlich nochmal so ein bisschen umdrehen, weil die Betten so gemütlich sind, aber euer Magen knurrt schon wieder. Ich denke, ich sollte mal wieder was essen. Ich begebe mich mal nach unten, schaue mich um, sehe ich noch irgendwelche Tarantel-Spinnenbeine, irgendwas in der Richtung? Nee, das Buffet ist jetzt aktuell anders aufgebaut. Du siehst da noch so ein bisschen Trockenfleisch, was da hingestellt worden ist. Du, wie gesagt, du kannst nicht lesen, das ist halt auch ein Problem, was du hast. Du weißt nicht von welchem Tier, aber es wird schon schmecken. Ja, ich probiere das, so, wenn es nicht giftig so lange, ist. So lange schöne Streifen, kross gebacken, ist da ein bisschen Honig drauf. Gut, der Honig schmeckt so ein bisschen nach Asche für dich. Aber ansonsten, oh, schön knuspriges Trockenfleisch in Streifen geschnitten. Ja, ich würde mich auch nochmal irgendeinen Diener oder irgendeine Bedienstete suchen. Guter Mann, kommt doch mal her. Ja, es ist ein Eunuch, Glatze, dicker Bauch. Ja, was kann ich für euch tun, Effendi? Könnte man das auch in Roh bekommen? In Roh? Ja. Aber dann nur einen kleinen Teller für euch, weil ich möchte nicht, dass das die anderen Gäste sehen. Wieso das? Naja, nicht, dass das heißt, wir servieren hier rohe Speisen. Ah, macht Sinn. Wir sind doch hier nicht bei den Maraskanern. Richtig, ja. Nehm ich. Danke. Ja, dann kannst du sehen, wie die anderen nach und nach runterstiefeln und sich dann zu dir setzen und du dann einen kleinen Teller mit rohem Fleisch bekommst. Ja, ich esse das. Aber was für eine Essgewohnheiten werden immer seltsamer. Man muss Fleisch in all seinen Formen und Farben genießen. Das ist ja widerlich. Es ist überhaupt nicht widerlich, aber mir habt es noch gar nicht probiert. Diese Vorurteile von euch manchmal schrecken. Probiert mal erst an einem Tag mehr Fleisch, als ein komischer Bauer in der ganzen Woche zu sehen bekommt.
Hm. Richtig. Ich bin ja auch viel größer als ein tobrischer Bauer, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber nicht wahr, mein Bär? Wir sind größer. Wie bitte, Jana? Vergesst es. Das wollte ich doch meinen. Isarun hat sich heute Morgen... Wie? Fahrt fort. Was wolltet ihr sagen? Ich habe euch missverstanden. Ich habe wieder zu laut gegessen. Isarun, du wolltest was sagen. Isarun hat sich heute Morgen systematisch durch alle Duftwässerchen und Öle und Salben und Seifen durchprobiert, die in ihrem Zimmer waren. Und riecht jetzt sehr blumig. Kommt dann in einer Wolke aus Duft an den Tisch geschwebt. Meine Beste, ihr seht hervorragend aus. Danke, danke, ich fühle mich auch sehr gut. Also ich habe mich lange nicht mehr so sauber gefühlt. Aber mehr, du klingst wie die Eulenuchen. Hast du in der Nacht irgendwas... nein, nein, nein. Aber seht euch doch Isarun einmal an. Wie eine Dame gekleidet und... ich bin immer wie eine Dame gekleidet. Jasmin? Oh, natürlich, Isarun sieht immer hervorragend aus. Sie riecht gar nicht mehr nach Eisen. Nein, also schon sagen, euch fehlt schon so ein bisschen das Blut, das euch von der Lippe läuft. Aber ansonsten ganz ansehnlich. Vor allem, wie wunderschöne Haare schon wieder gewachsen sind. Aber danke, guck mal, ja. Rafim, sie hat ihre Lippen rot gefärbt. Das ist doch auch ein bisschen blutig. Ja, aber du, diese natürliche Farbe, die Blut gibt, wenn sie die Stirn runterläuft. Ah, ich vermisse die Arena. Ja. Rafim, du bist ein echter Idiot. Nein, Blut wird doch so braun nach einer Weile. Rosen sind viel besser für ein Rot. Ach. Richtig. Und wenn man schon mal die Gelegenheit hat, nach dieser fürchterlichen Überfahrt auf diesem stinkenden Wasser. Ja gut, da habt ihr nicht Unrecht, da habt ihr nicht Unrecht. Ja. Meine Dame, was darf ich euch bringen? Ich weiß nicht, was ein Strauß ist, aber es klingt lecker. Wünscht ihr etwas Weißbrot dazu? Natürlich. Ich werde schon etwas für euch finden. Ja, und für mich bitte noch etwas Pflaumenmus. Geht zum Buffet. Ja, Strauß wirst du leider heute Morgen nicht mehr finden, aber viele Arten von Joghurts, die dann mit Mandeln und Zucker angerührt sind, in verschiedensten Farben, mit verschiedensten Früchten, Orangen, Orangen, Pfirsiche, also alles an Obst, was das Herz begehrt, und dir läuft das Wasser im Munde zusammen, während du da vor dem Buffet stehst und so einen kleinen Teller für Isarun zusammensuchst. Ja gut, Strauß fehlt halt. Straußenei? Straußenei würdest du bekommen. Jawohl. Also von Hühnerei ist nichts. Du siehst mehrere riesige Eierschalen, ungefähr so groß wie deine Hand, von Elle bis Speiche, ne? Einmal hoch runter. Und unglaublich riesig. Ist aufgebrochen mit sowas wie einer kleinen Handaxt. Und du kannst sehen, wie da so ein Thulamide an so einer offenen Küche, an so einer Garküche steht und dich dann anguckt und dann fragt, was du da in deinen, er sagt, Omelette haben willst. Also er nimmt dann immer so eine kleine Kelle, tunkt die immer so ein in dieses Straußenei und auf so eine heiße Herdplatte wird er dann so ein bisschen schwenken, so ein paar Tomaten klein schnippeln und so ein paar Kräuter dann so drüber streuen, dann das Ei so ein bisschen drehen und ein paar Pilze rein und hier und da und oh, ist das lecker. Finde ich super. Das möchte ich. Isarun, euer Teller. Leider gab es kein Straußenfleisch. Tut mir leid. Schon in Ordnung. Vielen Dank. Und für mich? Da ist die Ablage. Ich bin nicht schon. Sicher, aber... Die Ablage. Fragt euch gleich nach Geld. Vielleicht ist er betrunken. Nein, ich glaube, das ist bei Horasian so. Die sind erst ganz freundlich, bevor sie einen ausnehmen. Nachdem ich bei Isarun den Teller gereicht habe, noch ein bisschen geschnüffelt. Hervorragend. Ja, danke. Also, ihr habt doch bestimmt die gleichen Öle auf eurem Zimmer, oder? Ja, gut, dass ihr das gemerkt habt. Ist das das Zeug, was so komisch schmeckt? Nein. Ihr habt das getrunken? Ich habe probiert, es zu trinken. Das ist was anderes. Schmeckt übrigens furchtbar, solltet ihr nicht trinken. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Aber was wie rum? Ich dachte, vielleicht. Aber... Wie war übrigens überhaupt eure Nacht, Kiaras? Habt ihr Informationen für uns herausfinden können, entschuldigt.
Nun, ich war vielleicht ein kleines bisschen beschäftigt, muss ich zugeben. Aber ein wenig Gullmund und 12 Blatt haben danach geholfen. Schien die Dame denn zumindest zufrieden zu sein mit eurer Leistung? Oh, das will ich doch meinen. Und die anderen Damen waren auch alle zufrieden. Sehr vorbildlich. Ach, ich könnte mich wirklich dran gewöhnen. Obwohl dann wahrscheinlich bald die halbe Stadt vor meiner Tür stehen würde. Sie haben sich übrigens für dich nicht wirklich gewaschen, sondern waren immer noch verschwitzt, also... Ja, es war der Reihertempel, da müssen sie sich waschen, sonst werden sie nicht reingelassen. Ihr habt mit all diesem Dreck hier Wachen geschlafen? Dafür gibt es doch das heilige Bad im Reihertempel. Da werden sie einmal reingeschmissen, dann sind sie sauber. Ich schmeiß euch gleich wo rein, und zwar ins Hafenbecken. Dann ist aber nicht sauber. Aber Kiaras, fandet ihr nicht, dass die sehr grob waren? Also am Hafen jetzt. Kiaras ist eine ziemliche, und ich zitiere in diesen Worten meine Mutter, billige Nutte, wie sie zu sagen pflegte. Dass ihr ja wohl... Was? Nein, er hat recht. Also wirklich, das verbiete ich mir doch. Ja, er hat doch bestimmt kein Geld dafür eingenommen. War da am Ende eine Tempelspende involviert? Seid ehrlich? Ich bin mir nicht sicher, ich war noch mit anderen Frauen beschäftigt, aber ich bin mir sicher, dass ein anderer Geweihte die Dame ausgenommen hat. Seht ihr? Seht ihr? Sie ist für Thüner, wie nun mal üblich ist. Wie ich sagte. Also auch noch mit Zuhälter. Es ist ja nicht unüblich in thulamitischen Reihen. Ich soll's nicht stören. Ich hatte meinen Spaß. Ich war seit langem nicht mehr so entspannt. Und so war nicht etwas wund? Solange sie euch nicht wehgetan haben. Wie gesagt, dafür den Gullmund, 12 Blatt, ein wenig Reierlieb und ordentlich Taf. Das funktioniert. Also die volle Kanne Drogen. Das muss ich mir merken. Ja, so, wofür Abelmir? Teeblätter, da ist alles schon mit drinne. Schützt vor jedwegen Krankheiten, fördert die Ausdauer und schützt vor ungewollten Nebeneffekten, wenn ihr versteht, was ich meine. Was Abelmir, wollt ihr die Weihe anstreben? Nein, natürlich nicht. Aber so ein hilfreicher Tipp eines Reihergeweihten, wie man eine solche Nacht übersteht, ist immer hilfreich. Ja, dann würfel mal Rachsucht. Ja, okay. Ja, doch, ist richtig. Macht er. Also ich will ja nicht sagen, Abelmir, aber ihr habt weder das Aussehen noch den Charme, um euch auf so eine Nacht einzulassen. Ohne euch jetzt persönlich. Nun, das liegt ja wohl im Auge des Betrachters. Ja, aber wenn die Betrachterin nicht... Nein. Was wollt ihr damit sagen? Ich sollte solche Dinge nicht sagen. Das macht mir immer nur keine Freunde. Also, wie geht's jetzt weiter? Wir wollen jetzt erstmal Geld holen für euch und dann eine Waffe weihen lassen. Muss ich da mitkommen? Und dann wollen wir in den Sündentempel oder wie? Also, du kannst da mitkommen. Musst du nicht. Kannst du hier bleiben? Will er nicht mit. Ja, dann bleib doch hier. Nicht in dem Tempel. Beten, kämpfen. Aber ich habe gehört, hier gibt es sogar einen Ingrim-Tempel. Vielleicht möchtet ihr ja dorthin gehen. Ich will aber nicht bei Rafi mitkommen, der ist mir in letzter Zeit ein bisschen zu irre. In letzter Zeit, so. Musst du ja nicht. Kannst du hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Ja, ich will doch in den Tempel. Gut, dann los. Willst du mich verarschen? Seid ihr schon fertig? Isarun ist ein Ei. Ich esse ja mein Ei, das ist ein ganz schön großes Ei. Habt ihr mal gesehen, was das für ein Ei ist? Ich frage mich, ob wir diese Straußen nicht ins Mittelreich importieren können. Sind das vielleicht Elefanten? Sind das Elefanteneier? Nein. Das sind so ganz große Rennvögel, auf denen die Aranier gerne reiten, habe ich das richtig verstanden? Das sind Riesenhühner. Die reiten also auf quasi die reiten Pferde. Auf großen Hühnern? Das ja, ich glaube schon. Pferde, die spinnen die Aranier. Das ist merkwürdig. Aber das Ei schmeckt richtig gut. Wollt ihr mal probieren? Euer komisches Riesenei könnt ihr selber essen. Nein. Und warum nicht?